So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von No Man's Sky. Wir sind auch immer noch auf dem Blubberblasenplaneten. Und, ja, oh, das sind noch mehr von den Dingern. Trinken auf jeden Fall Blut, die Dinger. Ja, wir müssen halt immer noch vegane Technologie finden, aber... Wir haben hier einmal das Teil. Ich muss jetzt echt noch ein bisschen üben mit dem Fliegen, ne? Und wir haben hier halt Höhlen, aber ansonsten ist auf der Oberfläche an sich nicht wirklich viel. Mal schauen. Unbekanntes Gebäude. Ja, aber wozu sind die Dinger gut? Sollen wir mal gucken, ob wir die Dinger vielleicht untergraben können? Also ich meine, ein bisschen Material haben wir ja. Bisschen Material haben wir. Aber drunter ist jetzt auch nichts, ne? Wirklich. Grenzüberschreitung. Okay, wir backen fest. The fuck? Hier dran irgendwo was machen? Ah. Integration Nummer 3, bla bla bla, okay. Ein Termin blinkt und erwartet auf eine Eingabe. Daten herunterladen. Unterprogramm Wächter wurde entsendet, um Lebensform einzugreifen, um Löschung aus Geschichte, Weiterführung von Schöpferprotokollen. Wächter beseitigen Spezies. 148 kehren nicht zurück. Diagnose, Fehler, Fehler, Datenverlust, Fehler. Analyse. Zeigt weiterhin Abweichungen von ursprünglichen Programmen und kann so leichter Konfliktszenarios modellieren. Okay. Überflüssiges Verhalten. Datenverlust, Störung, potenzieller Kontrollverlust, Bewusstsein. Okay. Das Teil ist tatsächlich ein bisschen weird. Okay, warte mal, wir haben hier irgendwo so ein Speichermodul. Komm mal her. Können eigentlich ruhig mal machen. Zack. Navigationsdaten. Nanit, yay. Gib mir Nanit, ich kann das gebrauchen. Ja, aufladen müssen wir natürlich auch mal wieder. Wir brauchen echt Sauerstoff, ne? Na,
Die ergeben halt nicht viel. What the fuck? Lol. Kriegen wir den gekillt? Lol. Der war jetzt komisch. Ja, wir müssen auf jeden Fall ein bisschen Sauerstoff mitnehmen. Ja, geh runter in das Loch. Er krabbelt einfach raus. Alles klar. Hate my life. Ja, komm, wir fliegen noch mal ein bisschen weiter. Wir können auch einmal landen und einmal starten. Ich hätte vielleicht mal die Umgebung ein bisschen abscannen sollen, ne? Hätte ich vielleicht mal tun sollen. Auf jeden Fall war unter dem Ding nichts so weit drauf. Aber so ein Handelsmarkt oder so wäre auch mal gar nicht mal so verkehrt. Aber ich glaube, da werden wir hier auf dem Mond nicht fündig mit. Nicht so wirklich. Ja, insgesamt ist das Teil hier echt kahl. Blubberblase, hui. Plopp. Einfach mal durchgeflogen. Aber hier ist an sich echt nichts. Also so gar nichts. Echt nicht so Glück damit bis jetzt. Das ist halt absolut nichts. Es war ganz witzig, der Planet hier, aber ja, wirklich was Geiles ist hier nicht, außer die Blubberblasen, die feiere ich immer noch. Aber auch gebäudemäßig und so ist hier nicht wirklich viel. All diese Teile da, die irgendwas ausblubbern. Ansonsten ist hier nichts. Wirklich gar nichts. Gut, komm. Wir gehen weg vom Planeten. Beziehungsweise vom Mond. Drauf. Komm, wir können ja mal da drauf gehen. Vielleicht finden wir ja da noch was. Mal schauen. Okay, ab durch die Wolke. Ab durch die Wolke. Hey. Wusch. Fast den Boden berührt.
So, wir haben hier unten direkt das Teil. Ja, die will ich jetzt aber nicht unbedingt haben. Sonst noch irgendwelche Gebäude hier in der Nähe. So, hier. Da ist das Ding. Tourpark, 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 jick, 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 okay. Der Stein schwingt und erzeugt ein Geräusch, das meine Gedanken vereinnahmt, eine Vision beginnt, Gestalt einzunehmen. Ich sehe zwei große Aliens, die miteinander kämpfen. Irgendwann besiegt einer der anderen und lässt ihn verbluten zurück. Mit letzter Kraft zeigt der beseitigte Alien in meine Richtung. Wissen annehmen. Geistert mir also Echo seltsamer Visionen durch den Kopf und gerade hatte ein Wort der fremdartigen Sprache sich in mein Gehirn eingebrannt. Ja. Gut, haben wir ein Weitenwort gelernt. Ja, vergrabene Technologie. Okay, das Ding ist ein bisschen weit weg. Komm schon. Endlich vergrabene Technologie. Yay. Giftschutz nimmt ab. Haben wir hier irgendwo H2O? Ja, da oben. Okay. Die ist also nicht so weit weg. Boah, den können wir zum Beispiel mal einmal scannen. Höhler-Details, Katalog aktualisiert, okay. So, und rein in die Erde. Ach, da ist das Ding schon. Nein, das gibt's nicht. Ja, was schmeißen wir weg? Das hier, ne? Kriegen wir eh an laufenden Band. So. Geborgene Daten. Setze die Geborgenen an ein Konstruktionsterminal ein und setze die Daten an, um Konstruktionsbefehl zu erlernen. Okay. Okay, wo ist das Ding? 329 U. Und du bist wie weit? Ah, auch so weit. Da ist mein Schiff. Ah, die Dinger geben nur Kohlenstoff. Okay, dann können wir in der nächsten Folge auch wieder zurück zu unserem Schiff und dann. Kehren und konstruieren mit Hilfe des. Ja, okay. Wir müssen auf jeden Fall in unser Schiff. Hier gibt es Sauerstoff. Das nehme ich mit. 17, siehst du wohl. Ja, Giftschutz nimmt ab. Alles klar. Gut, Freunde, dann würde ich sagen. Ich fliege dann jetzt mal zwischen den Folgen auf unseren Heimatplaneten. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge auf unserem Planeten wieder. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch neu auf meinem Kanal seid, lasst auch gerne kostenloses Abo bei mir. Und wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, aktiviert auch gerne die Glocke. Und dann verpasst ihr keine Folge von No Man's Sky mehr. Und bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl. Ciao. Mit V.